Wir sind jetzt hier in Kempten bei unserem Kunden, der Geiger Samtrak GmbH und Co. KG. Und ich würde gleich übergeben. Klaus, stell dich doch gerne mal kurz vor. Ja, hallo. Mein Name ist Klaus Klauser. Ich bin Geschäftsführer der Geiger Samtrak GmbH und Co. KG. Wir beschäftigen uns mit Flachdach-, B- und Entkiesungen in ganz Deutschland. Mit unseren überdimensionalen Staubsaugern sind wir das ganze Jahr unterwegs und saugen Kies von Dächern. Klaus, wir arbeiten ja jetzt schon seit längerem zusammen. Mittlerweile seit über 1,5 Jahren. Im Bereich Mitarbeitergewinnung über die sozialen Medien. Warum seid ihr damals zu uns gekommen? Das große Problem, das nicht nur wir haben, ist der Fachkräftemangel, der ja immer dramatischer wird, immer schlimmer wird. Es ist so, dass es für uns fast nicht mehr möglich ist, Nachwuchskräfte in der Region zu generieren. Wir brauchen unbedingt eine Plattform, wo wir an mehr Leute und an ein breiteres Publikum rankommt. Über normale Schaltungen, also klassische Medien wie Anzeigen und so weiter, haben wir es einfach nicht mehr erreicht. Bevor ihr euch für die Zusammenarbeit entschieden habt, gab es da irgendwelche Ängste, irgendwelche Sorgen, die ihr hattet? Ängste in dem Sinne hatten wir nicht. Wir hatten natürlich eine gesunde Skepsis, weil wir die letzten Jahre, egal mit welcher Maßnahme wir gestartet sind, eigentlich gnadenlos erfolglos waren. Als wir dann mit unserem System gestartet haben, kamen ja relativ schnell die ersten Bewerbungen wieder rein. Wie hat sich das bei euch bemerkbar gemacht? Im ersten Moment war es für uns natürlich eine sehr positive Überraschung. Wir haben wieder erwarten, ja, immense Anzahl an Bewerbungen gekriegt. Mehr als wir eigentlich im ersten Moment überhaupt abarbeiten konnten. Das war also wirklich für uns ein komplett Neuland wieder, dass überhaupt nur so viele Leute gibt. Wir mussten dann sogar, das ist also ein reines Luxusproblem, wieder nachschärfen, indem wir dann gesagt haben, okay, wir haben die Kriterien ein bisschen eingeengt, den Rahmen ein bisschen verengt, damit wir überhaupt die Anzahl an Bewerbern aufarbeiten konnten. Erfreulicherweise konnten wir über die letzten 1,5 Jahre über 1.000 Bewerbungen für euch generieren, deutschlandweit, aus den unterschiedlichsten Bundesländern und Regionen. Wie viele Personen konntest du dadurch einstellen? Also wir können rückblickend sagen, dass wir im Schnitt pro Monat 2 bis 3 Einstellungen tätigen konnten. Was würdest du anderen Unternehmern raten, die vor dem Punkt stehen, soll ich mit der Ebele Digital GmbH arbeiten? Soll ich diesen Weg der Mitarbeitergewinnung probieren? Ja oder nein? Im Endeffekt sind es einfache Rechnungen. Wenn man für Inseratschaltung in der Zeitung 500 oder 1000 Euro zahlt, steht es in keiner Relation zum Nutzen, den man daraus zieht. Wir sehen es ja selber über geschaltete Inserate. Pro 1000 Euro kommt vielleicht eine Bewerbung. Wenn ich das anschaue, was wir mit Ebele gemacht haben, dass wir Vielfaches an Bewerbern gekriegt haben für nicht höhere Kosten, gibt es eigentlich keine Frage, sondern man muss es einfach probieren. Abschließend vielleicht, Klaus, hat sich die Zusammenarbeit für euch rentiert? Aus unserer Sicht hat sich die Zusammenarbeit auf jeden Fall rentiert. Wir werden den Weg gemeinsam weitergehen. Ganz klar ist, hier kann man nur gewinnen. Nur wer nichts macht, der wird verlieren. Dann darf ich mich bei dir bedanken, erstmal für die Zusammenarbeit und auch für die Bereitschaft, das Interview hier zu drehen, und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke.